steht EX30 und genau um das geht es. Ihr bekommt von uns immer volles Programm. Den EX30 haben wir euch ja schon mal gezeigt als Single Extended. Das heißt, die Variante, die interessant ist für diejenigen, die halt möglichst weit mit einer Akkuladung kommen wollen. Und jetzt haben wir die Power-Variante dabei, das heißt den Twin-Motor. Für diejenigen, die halt sagen, das Auto gefällt mir, Reichweite ist mir gar nicht so wichtig, sondern es geht hier einfach um Spaß und Performance und ich möchte elektrisch unterwegs sein. Und deswegen zeigen wir euch ihn heute nochmal und damit ganz viel Spaß von der neuen Folge von Black Forest Drive aus dem Schwarzwald mit dem EX30 Twin. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr uns abonniert. Dann wachsen wir weiter gemeinsam, können immer mehr zeigen, wie zum Beispiel auch den EX30, der bei 35.490 € losgeht. Dann natürlich als Single-Variante, das heißt mit der kleineren Batterie. Darüber liegt Single Extended und dann eben der Twin-Motor als Power-Variante. Darüber gibt es dann natürlich auch Ausstattungslinien. Wir haben jetzt die höchste mit dabei. Altua heißt die bei den Elektrofahrzeugen. Und dann können wir euch eben schön alles zeigen. Das hier ist sowieso genauso, wie er hier steht, ein Vollausstatter. Mehr geht nicht. Dann neue Markendesignlinie. Das heißt, wir haben jetzt hier das Volvo-Logo, wie man es halt auch kennt, mit der 360-Grad-Kamera. Aber eine große geschlossene Front eben. Hier noch ein R-Curtain. Und so sehen halt auch die weiteren Modelle eben aus von Volvo. Der EX90 wird also auch so aussehen, nur in groß. Das hier ist übrigens nicht lackiert und in schwarz. Natürlich auch, wenn man es ins SUV-Segment setzen möchte, aber auch, weil es aus 30% recycelbaren Materialien sind und deswegen auch nicht lackiert, weil man es dann besser verwerten kann wieder danach, ja, sagt Volvo. Hier kommt das Licht, das ist schon serienmäßig ein Voll-LED-Scheinwerfer. Sieht auch sehr schick aus, Torhammer weiterhin mit Haupt-LED-Licht. Bietet nachts auch eine gute Sicht, muss man schon sagen. Allerdings nur Fernlicht an, Fernlicht aus. Kein Matrix und das im Jahre 2024. Hätte ich mir auch optional gefallen lassen, aber finde ich tatsächlich weiterhin schade, dass es das nicht gibt. Ich bin aber gespannt, wie ihr euch vom Design einfach gefällt und würdet ihr diese Farbe nehmen oder ist das euch zu heftig? 4,23 Meter ist er lang, 2 Meter breit und 1,55 Meter hoch. 165 mm wäre die Bodenfreiheit. Wir starten direkt mit den Felgen rein. Hier steht Volvo, hier in der Mitte nichts. Das sind aber die 20 Zoll. Los geht's bei 18 Zoll. Und das sind eben die 20 Zoll. Die sind selbst beim Twin noch aufpreispflichtig. Sehen natürlich aber auch schick aus und dann ist das Rad auch irgendwie gefüllt. In der unteren Ausstattung, Core heißt die, da habt ihr Einfarblackierungen, ab Plus und eben auch Ultra habt ihr dann immer eine Zweifarblackierung, in unserem Fall mit schwarzem Dach, Panoramaglasdach und der Grundfarbe Moss Yellow ist eine von 5 Farben. Mir gefällt sie tatsächlich sehr gut, steht dem kleinen Auto gut, muss man sich halt fragen, kann ich die in 2-3 Jahren auch immer noch sehen, wenn ich das Auto gekauft habe, ist halt so eine Frage, aber aktuell finde ich sie sehr cool, gerade für den Twin. Panoramaglasdach ist eben bei unserem Ultra auch Serie. Hier steht dann EX30 und dann haben wir auch hier nochmal unlackierte Stoßstange unten, also so ein Schweller. Ich möchte noch kurz was zu den Umweltdingen sagen. Das ist Volvo sehr wichtig. 17% des Stahls, das hier verbaut ist, ist recycelt, also aus recycelbaren Materialien, genauso wie 25% des Alus. Der Unterboden der Dekorflächen im Interieur sind auch 30% aus recycelbarem Material und die kritischen Rohstoffe der Batterie sind ohne Kinderarbeit entstanden und sind auch rückführbar. Auch das wollte ich hier an der Stelle nochmal erwähnt haben. So, jetzt haben wir ein bisschen über die Umwelt geredet. Geht's weiter mit dem Design. Schwarzer Spoiler durch das schwarze Heck oder Dach und dann eben auch hier am Heck abgedunkelte Scheiben. Heck gefällt mir tatsächlich auch sehr gut, dass man eben hier auch alles in LED hat, LED-Blinker und das setzt sich hier zweigeteilt fort. Hat man also doch typisches Volvo-Design. Volvo steht hier und hier ist dann die Taste, um das zu öffnen und natürlich auch nochmal diesen Kunststoff. So, im Kofferraum gibt es einiges zu entdecken. Ich habe die Taste für die Anhängerkupplung. Ansonsten hier auch nochmal ein Fach, wo ich wirklich nochmal einiges ablegen kann. Zum Beispiel die ganzen Warnwesten und ansonsten gibt es halt noch einen 12-Volt-Anschluss und einen Haken. Praktikabilität ist immer geboten, deswegen 318 Liter gehen rein bis 904 Liter tatsächlich. Bei unserer Variante hier können wir 750 Kilo ziehen. Wenn der Hänger keine eigene Bremsanlage hat, hat er dies 1600 Kilo, was für die Größe an Auto wirklich okay ist. Und 1000 Kilo könnte aber nur die kleinere Batterie, der kleine Motor ziehen und die Stützlast beträgt 100 Kilo. So, 428 PS, 543 Newtonmeter, 3,6 Sekunden auf 100 und bei 180 sind sie alle
beendet. Ne? Da ist die Geschwindigkeit dann gedrosselt bei Volvo. Das ist auch beim Twin nicht anders. Die Single-Motor-Varianten, egal ob es Extended oder nicht, haben 272 PS. Wie weit die jeweils kommen, kommen wir natürlich gleich zum Anschluss. Wir haben hier noch einen Frunk. Ihr könnt ihn auch liebevoll Thomas nennen. 7 Liter gehen da rein. Ihr seht gerade, dass das Kabel gerade noch so reingeht. Und das ist mir eben der wichtigste Punkt, dass das Kabel reingeht. Weil dann muss ich das nasse Kabel, jetzt im Sommer wäre es egal, im Winter, wenn es voller Schmutz und Schneegematsch ist, nicht in den sauberen Kofferraum legen. 69 Kilowattstunden haben wir hier als Batteriekapazität. 51 Kilowattstunden wäre dann die kleinere Batterie mit dem Single. Der kommt dann 337 Kilometer weit. Das ist also die Variante, die vielleicht auch innerstädtisch genutzt wird oder halt jemand, der einfach nicht viel Reichweite braucht. Arbeitsweg ist nicht so lang. Single Extended kommt dann 476 Kilometer. Alle angegebenen Daten ist nicht innerstädtisch, dann ist es natürlich noch mehr. Das ist jetzt der kombinierte Wert. 476 ist eben das weiteste, deswegen Single Extended. Der hat nämlich dann auch schon die große Batterie, also die, wie wir jetzt auch mit dabei haben. Der Twin kommt logischerweise etwas weniger weit, denn wir haben ja auch Allrad und haben den Performance-Antrieb quasi. Das liegt am Allrad. Und dann kommen wir 450 Kilometer weit. Hier spielt jetzt aber die Musik mit dem Aufladen. Im besten Fall 26 Minuten, 175 kW Peak, das ist dann der DC-Ladevorgang, das heißt Schnellladen. Und AC, und das ist eigentlich fast das Highlight, das gibt es nämlich im Automobilbereich nicht sehr oft, 22 kW AC. Das heißt, das Ding ist dann von 0 auf 100 in 4 Stunden voll, was bei 11 kW in 8 Stunden erst wäre. Und in 4 Stunden, dann ist man vielleicht doch mal einkaufen oder in der Stadt bummeln und dann ist das Ding komplett leer gesetzt, im Fall, man wäre leer hingefahren. Und über Nacht sowieso und während der Arbeitszeit auch sowieso. Also AC 22 kW ist in jedem Fall eine super Sache. 17,5 Kilowattstunden ist unser übrigens angegeben. Das kann man auch durchweg mal toppen. Ich war auch mal mit 14 unterwegs. Ansonsten, wenn man aber halt diesen Antriebsstrang jetzt mal ausnutzt, dann ist man halt über 20 unterwegs, wenn man halt diese Performance dauernd nutzt. Und das habe ich halt auch gemacht, weil wir eben den anderen schon gezeigt haben, haben wir hier das Augenmerk mal eben auf die Performance gelegt. Jetzt geht es mit dem Interieur weiter. Da beginnt die Kritik bei diesem Auto. Wir fangen mit dem Schlüssel an. Und ja, Volvo, ich habe es schon beim anderen Video erwähnt und aber auch hier nochmal, das ist der Schlüssel. Und den finde ich überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht wertig. Das ist aber jetzt nicht mal so das Problem, weil den Schlüssel hat man ja eh nicht die ganze Zeit in der Hand und Finger dran rum, der ist in der Tasche. Aber wenn man früher noch an diesen Lederschlüssel denkt, naja. Mein Problem ist eher dieser, der hat keine Tasten. Also überhaupt gar keine. Weder für den Kofferraum noch fürs Auto. Jetzt habe ich natürlich hier eine Einkerbung, das heißt auch nur an dem Türgriff tatsächlich. Dann verriegelt das Auto und ich könnte auch hier wieder reingreifen, dann ist das Auto wieder offen. Man kann im Display einstellen, dass wenn ich einfach weglaufe, das kann ich jetzt auch mal machen, dann seht ihr, verriegelt es. Und wenn ich wieder rantrete, dann öffnet er auch und somit haben wir ja quasi überall Keyless Entry. Kann also auch hinten mal was reinfassen, kein Problem. Aber keine Tasten zu haben, finde ich trotzdem sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sie das wieder rückgängig machen. Denn manchmal ist es ja doch so, dass man wegläuft und man möchte sich einfach nur noch mal versichern, ob er jetzt abgeschlossen ist oder nicht. Und da habe ich einfach halt noch mal drauf gedrückt. Klar, heute geht alles mit dem Smartphone, man kann es auch per Karte öffnen, aber ich bin einfach ein Liebhaber, wenn ein paar Tasten am Schlüssel sind. Bin ich zu altmodisch oder seht ihr es genauso, schreibt es gerne mal drunter. Jetzt zeigen wir euch das Interieur. Interieur des EX30 wollen wir uns auch beim Twin ganz kurz anschauen. Materialien sind, wo ich hinfasse, okay, aber auch viel harten Kunststoff, aber auch solche Dekormaterialien finden wir überall. Wir haben ein weiches Dashboard, aber auch eben hier diese Soundbar von Harman Kardon, 1050 Watt, macht einen guten Eindruck, muss man wirklich sagen, ist eine gute Anlage, aber ist man ja auch von Volvo gewöhnt, dass hier wirklich gute Anlagen verbaut sind. Großes Panoramaglasdach, da habe ich auch noch mal von hinten was, werdet ihr nachher sehen. Also das gefällt mir tatsächlich auch gut, ist eben bei uns schon inkludiert. Ansonsten ziemlich viele Ablagemöglichkeiten. Ich habe hier ein Handschuhfach, da haben wir uns auch unsere Pressemappe mit drin. Das kann ich über das Display auf- und zuschließen. Wir haben hier die induktive Ladefunktion, alles gummiert, dass es nicht rumfliegt. Also kann man hier schön reinklipsen. Und hier auch nochmal ein Fach, wo man dann USB-C-Anschlüsse findet und auch nochmal was ablegen kann. Und auch hier eben, das kann man auch ausfahren. Ich zeige es einmal kurz. Dann haben wir hier erstmal zwei Cupholder. Und ich habe es mir aber meistens so eingestellt mit einem. Genau, ansonsten geht die Kritik jetzt tatsächlich auch schon los. Ich habe, fangen wir mit dem Lenkrad an. Da ist es noch keine Kritik. Das Lenkrad ist schön gemacht. Das ist oben und unten abgeflacht. Ich kann die Assistenten steuern. Ich kann aber auch die Medien hier drüber steuern. Und dann geht aber die Kritik los, denn wir haben hier in meinem Fahrerraum nichts. Kein Head-Up-Display und auch kein Tacho.
Das finde ich einfach schlecht, weil ich muss dann alles über das Infotainment-System steuern, muss da meine Geschwindigkeit ablesen und ich fahre so und muss dann darüber gucken. Das ist einfach nicht so gut. Und Volvo ist ja eher ein Hersteller, der auf Sicherheit achtet. Also ich wünsche mir da entweder ein Head-Up-Display oder ein Tacho. Ich brauche nicht beides, aber eins davon, damit ich nicht nach drüben gucken muss. Das ist Meckern auf hohem Niveau und alle Tesla-Fahrer kennen das auch. Aber ich persönlich mag das nicht so, dieses Minimalistische. Genauso haben wir keine Tasten für die Lenkradverstellung, für die Spiegelverstellung. Auch das läuft alles übers Display. Und ja, Minimalismus ist aktuell sehr gefragt, aber ein, zwei Tasten hier, die hätten sicher nicht geschadet. Das Einzige, was ich an Tasten habe, sind hier die Fensterscheiben-Tasten. Und dann kann ich noch mit der Taste Rear die hinten schalten. Das ist alles, was ich hier schalten kann. Sonst muss ich das übers Infotainment machen. Das wiederum ist aber sehr gut gemacht. Das muss man schon wirklich sagen. Das ist mit Google, wenn man möchte, auch Satellitenanzeige. Und das System ist so unfassbar schnell. Also egal, was ich mache, ja, es fließt wirklich sehr, sehr schnell. Und auch wenn ich jetzt was bediene, also wenn ich zum Beispiel hier ins Menü reingehe, zack, 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 es funktioniert alles sehr schnell, egal was ich drücke. Da können sich die ein oder anderen Hersteller noch mal eine Scheibe abschneiden. Apple Kabel, der Android Auto funktioniert. Sound kann man einstellen. Unter Fahrt finden wir noch ein, zwei wichtige Dinge. Wie zum Beispiel, da kommen wir auch nachher noch mal zu, One Pedal Drive und auch hier Performance All Wheel Drive. Das heißt, dann priorisiert er die Leistung. Aber da kommen wir nachher noch mal zu. Dann eben der Punkt mit der AEU-Assistenz, da könnt ihr noch mal zu mir schauen. Es kann man natürlich über das Infotainment-System steuern oder über diese Taste, wenn man diese drückt am Lenkrad, dann sind die EU-Warnungen aus. Und das finde ich auch ein sehr hilfreicher Punkt, denn es nervt einfach, dass die da uns maßregeln wollen. Von dem her ist es ganz gut, dass man es aktuell noch ausschalten kann. Ich bin gespannt, wann es kommt, dass man es nicht mehr ausschalten kann, weil es nervt. Ansonsten vom Sitz her auch mein Lieblingssitz diesmal mit dabei, Tailored Wool, ist quasi der Sofasitz von Volvo. So sieht er aus, so fühlt er sich auch an und so bequem ist er auch, muss man wirklich sagen. Die Kopfstütze kann ich nicht separat verstellen, reicht für 1,85 jetzt aber gerade noch aus und ist wie gesagt ein sehr, sehr bequemer Sitz. Also ich sitze da wirklich sehr gerne und ansonsten haben wir hier aber auch wirklich genügend Platz. Dann noch ein Blick im Vor. Die Materialien sind genau gleich geblieben wie vorne. Wir haben also oben und auch in der Armauflage weich, ansonsten härtere Materialien. An der Rückseite der schönen Sitze haben wir dann so Taschen, alles schön weich. Ich habe hier ein Fach, das ich rausholen kann, dann kann ich da auch selber was reinlegen. Ansonsten habe ich hier oben nochmal ein kleines Ablagefach, zwei USB-C-Anschlüsse und auch hier dann die Fensterhebel. Das heißt, ich kann das auch mal hier runter machen. Ich weiß nicht, ob es ganz runter geht. Doch, geht sogar ganz runter. Eine Beleuchtung, ein Haken, alles hier an Bord. Isofix an den äußeren Sitzflächen. Kein Mitteltunnel, das heißt, man kann auch zu dritt mal hier mitfahren. Die Sitzfläche ist aber nicht so groß, also das würde ich mal für eine kleinere Fahrt mal machen. Zu viert insgesamt ist es dann schon wieder weniger ein Problem. Ich habe auch noch was von dem großen Panoramadach hier hinten. Nach oben auch noch genug Platz jetzt als große Person mit 1,85, wie ich bin. Und ich komme auch noch an meine Kopfstütze, wenn ich es jetzt noch richtig eingestellt hätte, sowieso. Also das ist kein Problem. Lediglich der Sitz vorne, also den habe ich natürlich auf mich eingestellt. Hier ist schon nicht mehr so viel Platz. Das heißt, ich muss hier diese Furche ausnutzen. Es geht jetzt so noch, aber wenn jetzt 2 Meter hinter 2 Meter sitzen, wird es wahrscheinlich schon eher eng. Aber wahrscheinlich fahrt ihr auch nicht mit 4x2 Meter Personen rum, oder? Bevor wir losfahren, wie immer ein kurzer Blick auch beim Twin auf die Kameratechnik. Wir haben eine Rückfahrkamera und eben auch eine 360-Grad-Kamera. Linien lenken überall mit und dann sehen wir eben schön, wo der Bordstein endet. Sobald ich in D gehe, springt die Frontkamera hinzu. Ich kann aber auch, wenn ich in R bin, in verschiedenen Ansichten wechseln. Also da gibt es dann diverse Ansichten, die ich mir hier jeweils herholen könnte. Das passt, Darstellung ist auch in Ordnung. Von dem her fahren wir jetzt ganz kurz nochmal normal. Und dann werden wir die Performance schon austesten. Die Assistenz werdet ihr aber auch nochmal hören, weil ich bin immer kein Fan von anderen Videos verlinken. Wenn ihr könnt ja nochmal dort vorbeischauen und dort. Ich möchte immer, dass ihr möglichst komplett abgeholt werdet pro Video. Und natürlich könnt ihr auch bei unserem Extended-Video noch vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Müsst es aber nicht tun. Wir können nur so viel sagen, dass ich den Komfort durchweg positiv finde, also auch gerade in Kombination mit dem Sitz ist es schon wirklich angenehm. Er ist gut gepolstert, ich bekomme nicht viel mit. Es ist eher so von Lautstärken-Ding. Ich finde, dass er relativ schnell laut wird, also auch bei 80 höre ich schon Abrollgeräusche und Windgeräusche. Je nach Wind ist es bis 100 in Ordnung, wenn man jetzt aber so 120 oder schneller fährt, dann ist es doch schon recht laut. Also da muss man seine Stimme auch heben oder das Radio eben etwas lauter stellen.
Ansonsten fährt sich es aber wirklich angenehm. Typisch Volvo eben, ich sehe alles gut, es ist wirklich angenehm, ich komme überall gut hin. Dass man hier kein Tacho hat, habe ich jetzt schon ausreichend erwähnt. Somit kann ich auch vorne keine Informationen ablesen. Es läuft hier alles über das Display. Das läuft auch soweit wirklich schnell und gut. Ich kann also überall sehr schnell fungieren, ohne jetzt groß von der Fahrbahn zu schauen. Und hier oben ist dann eben die Geschwindigkeit, auch Reichweite und so weiter sehen wir dann da oben. Und auch eine Assistenzanzeige. Wenn ich jetzt aber doch mal durchs Auto blicken möchte, eine Rundumsicht, dann sehe ich eigentlich vorne und an den Seiten gut raus. Ich habe zwar ein kleineres Fenster hinten, das heißt, wenn jetzt da eine volle Personenzahl sitzt, wird es eng da hinten, aber ansonsten sehe ich da noch gut raus. Was ihr aber gesehen habt, ist, wir haben eine richtig, richtig breite C-Säule. Das heißt, da versteckt sich dann doch mal ein Fahrradfahrer oder sowas im toten Winkel. Da ist es dann gut, dass wir die ganzen Helferlein mit an Bord haben. Ja, vielleicht noch kurz was. One Pedal Drive, das kennen wir mittlerweile, ist bei Volvo auch gut. Kommt man dann zum Stillstand, kann man so ein bisschen sein Zeug damit kombinieren. Wenn man darauf vorbereitet ist, dann muss man da wirklich nur das Gaspedal steuern. Muss man sich so ein bisschen einpendeln, aber dann kann man von Ampel zu Ampel damit ganz gut umgehen. Wir fahren jetzt die 40, wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann bremst er sofort ab. Und dann kommen wir hier eben auf die 20, 10 und dann würde er eben auch irgendwann dann zum Stillstand kommen. Zack. Und jetzt machen wir hier gleich unsere Wendung. Jetzt ist es ein bisschen gefaked, weil ich ein bisschen zu weit gefahren bin, aber da ist ja auch noch genug Abstand. Also der kleine Volvo ist natürlich sehr wendig. Dann geht es auch schon um den Performance All-Wheel Drive. Und da steht es auch, priorisiert Leistung vor Reichweite. Dann geht es wirklich um die Leistung. Dann hat man wirklich Spaß. Den drücken wir jetzt auch mal. Hoppla. Ah, hier. Und dann haben wir jetzt quasi die volle Anzahl an PS. Wenn wir das nicht drücken, dann ist auch One Pedal Drive noch eingeschaltet. Sobald wir das drücken, geht das aus. Und ich möchte kurz was zur Leistungsentfaltung sagen. Jetzt haben wir die sofort anliegend. Von 0 auf 100. Auch jetzt, wenn ich aus dem Ort fahre, bei 50 drücke ich drauf. Zack! Und die 100 stehen schon. Also wirklich immens schnell. Wenn wir das nicht eingeschaltet haben, dann beschleunigen wir erst smooth, das heißt von 0 auf 50 so ein bisschen gemächlicher oder auch wenn wir von 30 auf 50 beschleunigen, erstmal ein bisschen langsamer und dann holt er quasi die Keule raus und dann geht es richtig ab und zack sind wir auf 120, 130. Das ist also so ein bisschen wie beim Lotus Elettra, den wir euch gezeigt haben. Könnt ihr also da wirklich auch vorbeischauen. Der entwickelt seine Leistung auch während der Fahrt, er ist also auch nicht sofort anliegend. Ist vielleicht für den einen oder anderen unerfahrenen Elektrofahrer, was die Schnelligkeit an Leistung angeht, nicht schlecht, wenn man es erstmal so angeht, damit die Leistung dann erst während der Fahrt kommt. Weil es kann schon immer mal wieder verwirrend sein, wenn die Leistung so direkt anliegt. Wir machen das jetzt aber so, wir gehen jetzt nochmal kurz auf die zweispurige, um noch was über die Assistenz zu erzählen. Und dann machen wir unseren kurzen Serpentin-Teil mit dem Performance All-Wheel Drive. Wir haben den adaptiven Thermomaten eingeschalten, der lenkt dann auch hier schön mittig mit, das heißt, er folgt der Spur zentriert. Wenn wir es nicht eingeschaltet haben, würde er natürlich trotzdem noch pendeln, ja, und würde dann halt von links nach rechts pendeln. So folgt er halt eben schön mittig. Ab und zu muss ich meine Hände wieder ans Lenkrad fassen. Zudem haben wir einen Verkehrsleinenassistent, der hat alle Schilder richtig erkannt. Der arbeitet aber noch nicht zusammen, das heißt, also er erkennt jetzt die Schilder zwar, aber übernimmt die dann auch nicht gleich, zumindest nicht bei uns. Und wir haben auch einen Totwinkelassistent, der warnt auch gute 3 bis 4 Fahrzeuglängen vorher, sodass man da also auch rechtzeitig gewarnt. Und somit haben wir die wichtigsten Assistenten mit an Bord, die funktionieren auch zuverlässig. So einen adaptiven Thermomaten, der mit den Verkehrsschildern agiert, wäre natürlich schon auch noch eine feine Sache, aber ansonsten bin ich hier völlig d'accord. So, wir beschleunigen aus unserer Kurve raus, wir können hier auch etwas sportlicher in die Kurve liegen. Und zack, liegt die Power wieder an und die 100 stehen. Bremsen sind okay. Man merkt natürlich schon auch, dass wir in Elektroauto fahren, etwas schwerer unterwegs sind, aber liegt noch gut in der Kurve. Das Auto ist ja auch nicht das größte von Volvo und dann können wir hier wieder schön rausbeschleunigen. Aber wir haben halt echt, die Power sind fast immer zu schnell. Wir konnten jetzt auch mit der Kurve, waren wir schon wieder so gut mit 90 unterwegs. Wenn man dann wieder aufs Gaspedal am Ende der Kurve drückt, ist man halt auch schnell wieder bei 120. Also der Twin macht schon wirklich Spaß, das muss man schon sagen. Und ich finde es gut, dass Volvo da halt auch die Möglichkeit bietet. Ich kann sagen, Extended Range, okay, ich nehme den, der am weitesten kommt. Und 272 PS sind ja auch nicht wenig. Also da ist es ja auch nicht so, dass man nebenher einen Socken strecken kann. Aber hier, das ist halt wirklich die Power-Variante. Und die ist auch eigentlich nur zu empfehlen, wenn man eben den Spaß haben will und die Power braucht. Ansonsten macht es eigentlich nicht viel Sinn. Ja gut, Allrad ist noch so ein Thema. Aber
ja, hauptsächlich Leute werden den kaufen, die halt eben diese Beschleunigung wollen und auch mal diese Power, wenn man halt dann doch mal so ein bisschen sportiver unterwegs sein möchte. Ist okay, er lässt sich auch mal sportlich fahren. Das war jetzt eben das Ding. Einmal machen wir es nur 0 auf 100, weil er geht halt echt ab. So, dann halte ich nochmal an. Dann machen wir eben die 0 auf 100. Es ist, also mitzählen kann ich vergessen, weil werden wir nicht hinkriegen. Oh, Alter! Und die 100 stehen. Das ist Wahnsinn, wie der nach vorne geht. Also wie Blue Fire beim Europapark, ohne da jetzt Werbung zu machen. Und auch dieser Zwischensport, jetzt fahren wir 68 LKW und zack, die 100 stehen wieder. Also Spaß könnt ihr, glaube ich, sehen. Macht er auf jeden Fall. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist auf einem anderen Stern oder steht auf einem anderen Planeten. Aber ja, Spaß macht er. Wer die Performance will, der nimmt diese Variante. Aber jetzt sprechen wir natürlich nochmal über das Thema Preis, weil der ist natürlich auch ein bisschen teurer als die anderen Varianten. Ne? Es summt und macht. Die Insekten mögen die Farbe. Aber auch ich finde sie ganz cool. Ich bin gespannt, was ihr zu der Farbe sagt. Wäre das was für euch oder sagt ihr, weiß ich nicht, jetzt klar sehr schön, aber in 2 Jahren kann ich sie vielleicht nicht mehr sehen. Man weiß es nicht. Das Auto ist an sich auch sehr schick. Also ich finde ihn echt gut gelungen. Von außen die Scheinwerfer, Rückleuchten, das zweifarbige, auch das Innendesign gefällt mir. Aber es sind noch 1-2 Dinge, die ich sage, weiß ich jetzt nicht. Zum Beispiel Volvo, warum habt ihr hier keinen Matrix auch angeboten oder halt eine adaptive Form? Von mir aus auch aufpreispflichtig. Also auch beim Ultra, beim Twin, für ein 1.000er extra hätte ich gemacht, für diejenigen, die es halt wollen. Und dann natürlich die Tacho-Geschichte. Kein Tacho, kein Head-Up-Display, eins von beiden wäre auf jeden Fall wichtig bei einem Facelift. Ich möchte nicht die ganze Zeit rüberschauen. Gerade ihr, Volvo, wo an die Sicherheit denkt und da immer dieses Rübergucken, ich weiß nicht. Wie seht ihr? Schreibt es auch mal drunter. Ansonsten ist es gut gemacht, das Auto. Gerade auch die Sitze sehr bequem, Infotainment sehr schnell, Ladegeschwindigkeit AC 22 kW ist, spricht für ihn, also wirklich nicht schlecht. Und die Performance-Variante macht natürlich schon sehr Spaß. Wir haben jetzt auch schon wieder 3 neue Volvos im Kopf, die wir auch schon bestätigt haben. Den EX40, so heißt er jetzt. Früher hieß er XC40 als elektrisch, der heißt jetzt EX40. Und da gibt es jetzt was ganz Neues, nämlich der Twin Performance. Das heißt, der ist noch stärker als der Twin. Und den werden wir uns auch eben anschauen. Da steht der Termin schon im Juni kommt er sogar schon zu uns, also diesen Monat noch. Wenn ihr das Video jetzt erst seht. Wir drehen ja jetzt hier auch Anfang Juni. Also da könnt ihr gespannt sein. Und auch nochmal der V60 Polestar kommt auch zu uns. Das war es von meiner Seite von diesem Volvo. Das war Werbung in eigener Sache, was da so kommt. 35.490 Euro geht es los. Höchstpreis und auch unser Preis ist diesmal der gleiche. Es sind 57.345 und das ist eben der Twin in Moss Yellow mit den Taylor Wool Sitzen und den 20 Zoll Felgen, abgedunkelten Scheiben und Anhängerkupplung. Mehr geht nicht. Das ist natürlich nicht wenig Geld, keine Frage. Wenn man aber mal im Konkurrenzumfeld schaut, ist das, ja, sag ich mal, in der Norm. Und dann haben wir eben auch einen Volvo, der eben sehr sicher fährt. Die Assistenten, Kamera, alles mit an Bord hat. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Gefällt euch nicht? Schreibt es mir in die Kommentare, wir mischen ein bisschen mit. Ansonsten gerne auch abonnieren, dann wachsen wir weiter, könnt ihr euch immer mehr zeigen. Und ansonsten könnt ihr den Moss Yellow EX30 nochmal anschauen, während ich rausläufe. Ich sag bis dann, macht's gut.